Derzeit ist der Höchstwert der US-Notenbank Fed und anderer Notenbanken die Bekämpfung der Inflation. Es hat ja lange genug gedauert, nachdem man eben diese Inflation ignoriert und als transitory bezeichnet hat. Jetzt plötzlich ist Inflation seit einigen Monaten praktisch die oberste Priorität, deren Bekämpfung genauer gesagt. Aber während dieser Bekämpfung der Inflation schafft die Fed und andere Notenbanken ein Monster. Dieses Monster hat zwei Gesichter. Erstens ein weiter nach oben gehender Dollar, der nicht nur für die Welt einen Riesenschmerz bedeutet, sondern auch für die USA selbst. Und zweites Gesicht ist die steigende Rendite der Staatsanleihen. Auch das ein Monster innerhalb eines Systems, das auf immer weiterer Pumpausweitung der Wirtschaft basiert, das also letztendlich darauf basiert, dass Schulden irgendwie noch ein bisschen Wachstum ermöglichen. Dieses Monster wird etwas kaputt machen und dann wird die Fed und werden andere Notenbanken sagen, ups, der Schaden, der hier entsteht, der ist potenziell größer als der Schaden durch die Inflation. Also werden wir umsteuern, wir müssen jetzt die Prioritäten verschieben. Inflation ist nicht mehr das große prioritäre Problem, sondern nur noch das zweitgrößte Problem, denn die Inflation wird durch diesen Schaden so stark zurückgehen, dass man sagt, naja, guckst du, das ist die Folge jetzt eines zerstörten Marktes, einer zerstörten Wirtschaft und hier müssen wir dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit nicht in den Himmel schießt, dass die Märkte nicht vollends kollabieren etc., denn derzeit sieht es so aus, als würde da richtig viel kaputt gemacht. Und dazu kommt noch, dass andere Währungsräume wie etwa in England auch so ihre Themen haben, deswegen die Währungen dort wie auch in der Eurozone weitgehend im freien Fall sind. Das verschlimmert das ganze Problem noch weiter. Schauen wir uns mal hier diesen Hiking Cycle an, der eigentlich regelmäßig in einem Crash endet, wenn die Fed die Zinsen zu stark straft, die Geldpolitik zu stark straft, dann passiert etwas, dann geht etwas kaputt. Morgan Stanley, in Gestalt von Mike Wilson, der die Dinge sehr früh und sehr gut erkannt hat, sagt, ja, wir sind überzeugter denn je. Die Märkte müssen jetzt registrieren, dass die Fed nicht bereit ist, hier eine Umkehr zu machen und die Zinsen irgendwann bald wieder zu senken. Dementsprechend wird der S&P 500 bis in die Zone 3000 bis 3400 Punkte fallen. Das sieht nach derzeitigem Stand durchaus wahrscheinlich aus. Und schauen wir uns mal hier die Dollarstärke an. Der Dollarindex hat sein bestes Jahr in seiner Geschichte, 18,3% derzeit nach oben gegangen und die Bewertung des Dollars ist natürlich viel zu hoch, wenn ich mir die Pumpwirtschaft der USA anschaue. Mit dieser immensen Verschuldung, bei gleichzeitig stark steigender Zinsen, wie das gut gehen soll, das habe ich noch nicht begriffen und das wird auch den Dollar eines Tages eben schwer treffen. Aber es ist eben so, dass jetzt diese Panik am Markt ist, dass alle in den Dollar flüchten, dadurch wird der Dollar stark. Der Dollar überschießt so stark, wie seit den 80er Jahren nicht mehr, wie hier George Saravelos von der Deutschen Bank sagt. Und man weiß halt nicht, wann das Ding fertig ist, wann hier der Kulminationspunkt erreicht ist. Aber was so stark steigt, das wird auch sehr, sehr stark fallen. Deswegen glaube ich, ist es eine Frage der Zeit, wann eben der Dollar dann massive Probleme bekommt, weil eben klar ist, hups, auch die USA haben ihre Themen. Wenn bei 92 Billionen Schulden die Zinsen immer weiter steigen, dann knallt, dann kann das nicht mehr gut gehen. Und dementsprechend scheint mir das nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Auswirkungen auf amerikanische Unternehmen sehen Sie hier. Hier sehen Sie mal den invertierten Dollarindex und die Forward Estimates, also praktisch die erwarteten Gewinne der Unternehmen. Und hier sehen wir, wenn der Dollar zu stark wird, gehen die Gewinne runter. Klar, viele amerikanische Unternehmen verdienen in Europa Geld, verdienen in, keine Ahnung, in Asien Geld. Wenn deren Währungen schwach sind, dann verdienen sie da viel weniger Dollars. Das bleibt praktisch nicht aus. Dementsprechend wird eben auch die Berichtssaison in den USA hier diese Dollarstärke wohl schon zeigen. Da wird es Warnungen geben. Ups, unsere Geschäfte, die laufen nicht mehr so richtig gut. Und selbst die amerikanische Wirtschaft hat schon so ihre Themen. Heute war als einziges Konjunkturdatum der Dallas Fed Manufacturing Index mit minus 17,2 jetzt den fünften Monat in Folge negativ, schlechter als erwartet. Und dann sind da so Kommentare wie, wir leben in Alice in Wonderland, es wird schlimmer und schlechter jeden Tag. Es gibt keinen Optimismus, selbst bei den positivsten
oder selbst bei den größten Optimisten gibt es keinen Optimismus mehr. Also da ist schon fast so eine apokalyptische Stimmung. Das wird früher oder später auf die Gesamtwirtschaft übergreifen und dann wird die Fed nicht sagen, naja, Hauptsache die Inflation ist im Griff, wenn sie sieht, dass die Arbeitslosigkeit weiter durch die Decke schießt, wenn sie sieht, dass die Nachfrage fällt und damit die Inflation fallen wird. Das hatte ich ja schon öfter gezeigt, dass selbst wenn jetzt die Preise pro Monat 0,2% steigen, dann sind wir im Juni 2023 unter 2% Inflation. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sehen den Schmerz an den Märkten im Dollar bei steigenden Renditen und wir sehen vor allem die Schwächsten an diesen Märkten, das sind die High-Yield-Bonds, das sind praktisch die Unternehmensanleihen, die Junk-Bonds von bonitätsschwachen Unternehmen. Und hier sehen wir, die Renditen sind jetzt über das Juni-Hoch gestiegen. Und aus meiner Sicht sind diese Junk-Bonds ein Frühindikator, was auch an den Aktienmärkten passiert. Die Aktienmärkte halten sich noch einen Touch, zumindest die Wall Street, über den Tiefs aus dem Juni, aber die Junk-Bonds deuten darauf hin, dass wir da auch einen Bruch dieser Juni-Tiefs an den Wall Street-Indizes oder an der Wall Street sehen werden. Hier sehen wir aktuell eine Durchschnittsrendite von 9,2%. Das tut also richtig weh, wenn Sie da als Unternehmen verschuldet sind. Dann haben Sie ein riesiges Thema. Wir sehen da also Risikoaversion. Und ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt. Das sind die Put-Optionen, die am Freitag eingegangen wurden. Allzeithoch, das sind ja Optionen auf den S&P 500 oder auf einzelne Aktien im S&P 500. Also wir sehen, da ist ein massives Absicherungsbedürfnis. Da kann, wenn mal der Wind sich dreht, auch bedeuten, dass diese Puts eingedeckt werden müssen. Dann treten die als Käufer auf. Also da ist dann auch was Explosives nach oben in diesem Bärenmarkt durchaus drin. Man weiß halt nicht, wie heute und wann. Heute sahen wir, dass zunächst mal ein Versuch der Erholung da war, aber das wurde dann auch wieder abverkauft. Hier sehen wir mal, dass etwa 30% der S&P 500 Unternehmen und 24% der Nasdaq-Mitglieder jetzt an ihrem 52-Wochen-Tief handeln, also praktisch tiefster Stand seit einem Jahr. Und das ist jetzt beim S&P 500 schon mehr als im Juni-Tief. Das heißt, der breite Markt, der zeigt schon größere Schwäche noch als im Juni, als wir ja auch ziemlich weit unten waren bei 3.600, ein paar zerquetschen im S&P 500. Beim Nasdaq sind es 24%, da haben wir das noch nicht ganz erreicht, aber es ist eine breit gefächerte Schwäche. Auch der Nasdaq, der ist jetzt 10% in den letzten 10 Tagen gefallen. Das ist durchaus so ein Niveau, wo mal vielleicht auch dann wieder was nach oben kommen kann, muss aber nicht, wie wir gesehen haben, etwa im Corona-Crash, aber das war natürlich auch eine Extremsituation. Extrem aber dennoch die Situation an den Märkten. Wir sehen, dass der S&P 500 am Freitag ja 1,7% gefallen war. Das war der 30. Abverkauf, der mindestens 1% betragen hat. Zuletzt hatten wir so viele Abverkäufe im Jahr 2008, also in der Finanzkrise, davor, Dotcom-Blase. Da hatten wir mal 35, 41 und 41. Also da war das noch ein bisschen ausgeprägter, aber noch ist das Jahr nicht zu Ende. Noch kann also da einiges passieren. Jetzt kommen wir mal zum Währungsgeschehen. Und all diese ganzen Turbulenzen sind natürlich ausgelöst, nachdem die Notenbanken jahrelang die Märkte mit Liquidität geflutet haben, dann die Inflation gekommen ist, die man erstmal klein geredet hat, jetzt gemerkt hat, ups, ist doch auch irgendwie ein Monster, diese Inflation. Und jetzt sehen wir, dass so viele Notenbanken so stark die Zinsen anheben wie never ever in history. Und das verursacht natürlich Schmerz. Diejenigen, die nicht mitmachen, wie die Japaner, da wurde der Yen gewissermaßen geschlachtet. Auch der Euro, der ja so seine eigenen Themen hat. Erstens mit Italien jetzt, zweitens dann mit einer ratlosen und orientierungslosen EZB und jetzt das britische Pfund. Da ist es ja so, dass die Briten die Steuern senken wollen, gerade auch für Gutverdiener, in der Hoffnung, dass eben dann mehr investiert wird. Etwas, was eigentlich in der Vergangenheit nie so wirklich geklappt hat, aber diesmal klappen soll. Dadurch wird das fiskalische Defizit noch größer, während die Regierung immer mehr Geld auch ausgibt, um irgendwie diese explodierenden Energiekosten
für die Bürger zu stemmen. Also es droht ein extremes fiskalisches Defizit. Und vor allem, was mit dieser Politik der Truss-Regierung jetzt eben das Problem ist, die Notenbank, die Bank of England, versucht ja über Zinsanhebungen die Nachfrage zu senken, damit die Inflation in den Griff zu bekommen. Und jetzt kommt die Regierung und schüttet praktisch wieder Steuergeschenke und das Volk, also schüttet praktisch Liquidität ins Volk, in die Wirtschaft hinein. Und das konterkariert natürlich die Absichten der Bank of England. Was wird die jetzt tun? Auf der einen Seite, wenn du verbal intervenierst und nichts tust, dann giltst du als zahnlos, dann hast du auch ein Problem. Wenn du zu wenig die Zinsen anhebst, nimmt der Markt dich nicht ernst. Wenn du etwas zu viel machst, dann verschärfst du die Rezession. Also du kannst im Grunde als Bank of England derzeit nur versagen, denn diese weiteren Zinsanhebungen werden die Rezession, die sich ohnehin in UK abzeichnet, nur noch weiter verstärken. Daraufhin wird die Wirtschaft, wird wahrscheinlich die Regierung noch mehr Stimulus ausschütten, um die Rezession zu bekämpfen. Und so kommst du dann in einen Teufelskreis, der irgendwie nicht lösbar ist. Das Resultat dieses Teufelskreises sehen wir hier. Die Risikoprämien der 10-jährigen britischen Staatsanleihe gegenüber der deutschen Staatsanleihe jetzt auf dem höchsten Stand seit 1992, als George Soros die Bank of England in die Knie gezwungen hat, und heute dann plötzlich ein Statement, mit dem man schon gerechnet hat, der Bank of England, die sagt, ja, wir werden nicht zögern, die Zinsen stark anzuheben, wenn nötig. Also der Versuch einer Verbalintervention, aber so richtig gefruchtet hat das nicht. Hier sehen wir das mal im Chart beim britischen Pfund zum US-Dollar. Unglaublich, diese Bewegungen. Am Freitag noch bei 1,13, heute Nacht dann unter die Marke von 1,04 gefallen. Teilweise haben wir Kurse gesehen 1,0350, dann haben wir uns wieder erholt über 1,08. Wahnsinnige Bewegungen, dann aber nur diese Verbalintervention, die nicht wirklich sehr, wie soll man sagen, energisch klang. Daraufhin das britische Pfund wieder runter in dem Chart von Capital.com. Also da tut sich was. Was tut sich bei unserer hochgeschätzten EZB? Herr Zimkus, der litauische Vertreter, der auch im EZB-Rat sitzt, ja, hat gesagt, also wir sollten nicht aufhören mit dieser Geldpolitik, auch wenn es eine Rezession auslöst. Eine Rezession würde zwar die Inflation auch dämpfen. Und wir sollten jetzt auch langsam über Quantitative Tightening nachdenken, also das, was die Fed macht, nämlich Bilanzreduzierung. Das hat auch Lagarde nochmal gesagt. Jetzt hat Lagarde auch nochmal betont, ja, ich erwarte, dass wir die Zinsen noch weiter anheben über oder in den nächsten Meetings. Risiken bei der Inflation auf der Oberseite und so weiter und so weiter. Wir müssen Preisstabilität jetzt sichern. Naja, da hatte sie jahrelang Gelegenheit, das zu tun, hat es nicht gemacht. Jetzt muss sie hinterherlaufen. Aber wir sehen natürlich Stress insgesamt auch an den Anleihemärkten Europas. Etwa die britische 10-jährige Anleihe, 29 Basispunkte gestiegen, über 4%, damit fast so hoch wie die italienische Staatsanleihe, 10-jähriger Laufzeit, 15 Basispunkte heute gestiegen nach dem Sieg von Meloni und den Fratelli d'Italia. Und jetzt auch der Spread, also die Renditedifferenz zwischen der 10-jährigen italienischen und der 10-jährigen deutschen, so hoch wie seit Mitte Juni nicht mehr. Also hier auch ein Stresssymptom, als bräuchte die Wirtschaft noch Stresssymptome in Deutschland. Wir haben heute IFO-Index gesehen, dickes Minus auf allen Fronten, Schwäche in allen Bereichen. So heute das IFO, hier sehen wir, dass praktisch eine Rezession schon da ist, nicht mehr vermieden werden kann. Eine Frage der Zeit, und das natürlich auch alles wegen der Energiekrise, die in Deutschland besonders virulent ist, aufgrund der genialen Energiepolitik mit genialen, wie soll man sagen, voraussehenden Maßnahmen. Wir schalten alles ab und überlegen dann, wie wir das Ganze in den Griff kriegen. Aber Hauptsache, wir sind sauber, nämlich CO2-frei, wobei wir derzeit so viel CO2 produzieren wie noch nie. Aber das ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der Vorgängerregierung unter Angela Merkel. Jedenfalls jetzt überlegt man, ob man auch unabhängig von der EU, wenn die das nicht beschließt, einen Preisdeckel bei Strom bald einführen wird. Das wird dazu führen, dass auch das Defizit Deutschlands dann noch weiter steigt. Das ist sozusagen etwas, was
immer ein Problem ist, das wird dann dazu auch führen, dass die Leute nicht mehr Energie sparen und die Afrikaner, denen wir vor kurzer Zeit noch vorschreiben wollten, dass sie bitte schön aus fossilen Energieträgern aussteigen sollten. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Die sollen jetzt plötzlich helfen, unser Energieproblem zu lösen. Und jetzt hat der südafrikanische Präsident da mal so eine kleine Spitze gegen Europa geschossen und gesagt, naja, ihr habt ja offenkundig ein Problem. Ihr seid so ein bisschen Energieheuchler. Schöner Begriff, Energieheuchler. Afrika jedenfalls wird nicht in der Lage sein, das zu ersetzen, in irgendeiner Form zur Lösung des Problems beizutragen. Katar auch nicht, die haben ihre eigenen Interessen. Wenn die Deutschen da kommen und sagen, oh, wir würden jetzt gerne, aber gerne billig, dann ist eben nett. Aber es zeigt, dass wir uns lächerlich machen, natürlich, besonders wir Deutschen. Aber es sind auch unsinnige Vorschriften innerhalb der EU, die etwa verhindern, dass Afrika überhaupt da einen Beitrag leisten könnte. Aber auch andere haben ihre Themen, zum Beispiel Putin. Wir sehen heute den russischen Aktienindex 10% im Minus, tiefster Stand seit 24. Februar, also seit Invasion der Ukraine. Und warum das so ist, lesen Sie in der ersten Artikelempfehlung, warum der Aktienmarkt in Russland unter das Tief vom 24. Februar fällt. Dann zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, warum die Dollarstärke laut der Morgan Stanley in einer Krise enden wird. Also so ein bisschen das, was ich Ihnen erzählt habe, nur noch weit ausführlicher. Und dritte Artikelempfehlung, derzeit werden 5 Billionen Dollar in Cash geparkt. Cash is king. Die Leute haben Angst vor einem Crash. Da ist eine unglaubliche Besorgnis. Das kann natürlich dazu führen, dass wir eine impulsive Bärenmarkt-Rallye sehen. Bei einem kleinen Hoffnungsschimmer muss aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir auf jeden Fall nochmal die Juni-Tiefs nach unten durchschreiten. Also drei Artikelempfehlungen und ich sage Servus und Ciao.